Guten Tag erst einmal, wir sind heute im Schwabenpark als Partner. Yay! Danke dir, danke. Gut, also die Testfahrt ist bereit. Wir sind jetzt gerade Force One gefahren, in erster, vorletzter und letzter Reihe. Und also ich muss sagen, die Bahn ist echt cool. Die ist geil. Ja, drückt ordentlich, hat ein bisschen Airtime, zieht schnell und dann noch Wilde Hilde gefahren. Ist irgendwie lustig, aber jetzt nicht so intensiv. Das ist der Tiger im Hintergrund. Du hast eigentlich alles gesagt. Wir laufen jetzt zum hässlichen Wurm, der auf der Eintrittskarte ist. Ja, und den fahren wir. Ab hier rasch aussteigen. Rasch. Schnell. Was haben wir gerade gemacht? Ich weiß nicht, wie man das nennen soll. Das ist also halt diese Bobsledbahn, die elektrisch betrieben ist. Ich habe keine Ahnung, wie man das bezeichnet. Wie fandest du? Das war ein Lounge. Das war ein Lounge, ja. Richtig heftiger. Der hört sich halt einfach übel geil an. Komm doch. Ja, halt mal so. Der hört sich halt geil an. Ui. Ja, und davor sind wir noch diese Raupe gefahren. Fahrt sie nicht. Doch, Raupen. Die ist nicht unangenehm, aber sie ist irgendwie komisch so. So, gut. Wir sind jetzt gerade die Schiffschaukel gefahren. Und irgendwie ist die sehr besonders, würde ich sagen. Die schießt so richtig hoch direkt am Anfang und läuft nicht so langsam an, sondern da geht's richtig hoch. Das ist geil. Also die hat mir gefallen. Und die hat Onboard-Soundwerk von Imascore. Ja, das ist cool. Und hat geile Airtime. Wir sind soweit im Park jetzt eigentlich alles gefahren. Wir sind noch so das... Und es ist 10 Uhr. Das Bayern-Dings. Der Bayern-Express, ja. Der war lustig. Sind wir gerade auch gefahren und... Jetzt fahren wir noch dieses Rough Slide Teil, die gelbe Rutsche mit Wasser drin. Ach und so, dann, ja, das. Genau, und dann fahren wir halt nochmal vor, es waren Wilde Hilde und ja, so weiter. Ja, wir fahren jetzt einfach ein paar Mal die Sachen, sonst. Ja. Aber es ist eigentlich echt ein relativ schöner Park. Ja, der ist entspannt, chillig und schön gestaltet. Zack. Hallo, Treppe mal schneller. So, wir befinden uns auf der Tretbahn über der Oldtimerfahrt. Das ist auf jeden Fall die Attraktion, die man hier nicht auslassen sollte. Achtung, laterale Gehkräfte. Was hältst du davon, Vincent? Ich mag sowas gern. Ich bin jetzt auf dem Trips Grill ziemlich oft. So, was machen wir jetzt? Ich mach meine Haare. Okay, mal auch meine Haare. So, schön. Ja, wir sind jetzt eigentlich alle schon mehrfach gefahren. Wir machen jetzt noch Aufnahmen und fahren es nochmal. Hier geht's voll da. Es ist echt interessant, hier die Tiere anzugucken. Da vorne sind auch Alpakas übrigens. Wir fahren jetzt gleich Force One. Ja, Force One und dann wahrscheinlich nochmal die Wilde Hilde. Die Wilde Hilde ist übrigens nicht so toll. Also nein, es ist doch ein Alpaka-Fuck. Ha! Ich hab's gesagt. Er sagte, er kennt sich aus bei Tieren. Ja. Hat Lama gesagt. Was ist das denn?
Man hat mich im Spiegel nicht gesehen. Ja. Oh Mann, halt dunkel, bin da schon. Force One. Immerhin haben sie so. Ja, also, Vincent fährt jetzt nochmal und ich versuche ein paar Aufnahmen zu machen. Wir sind jetzt auch nochmal Wilde Hilde gefahren. Ist eigentlich ganz lustig, aber ist jetzt nicht so frillig, wie ich es mir erhofft habe. Aber das ist halt, wenn es dann so an der Kante rüber geht. Das ist halt, du gehst runter und dann erst dieser Hubbel, wo danach wieder hochkommt, ist das eigentlich das Spaßige. Das Runterfallen ist halt komplett abgebremst. Ja. Aber es ist ja ein Familienpark, soll kinderfreundlich sein. Ich denke, dafür ist es eine richtig coole Achterbahn. Essen. Ja. Und wir haben beide Schweinebraten mit Spätzle. Sieht gut aus. Guck mal, ist einfach eine Katze beim Essen gekommen. Lässt sich auch streicheln. Das finde ich toll. Und wie ist das Essen? Ja, ist ganz gut. Wir sind jetzt gerade nochmal die Wilde Hilde gefahren und wir haben gemerkt, wenn auf der anderen Seite schwere Leute sitzen, dann macht sie mehr Spaß. Ja, es war, also man ist viel schneller um die Kurven und so gekommen als vorher. Da ist man richtig geschwungen. So. Ja. Aber wenn du alleine drin sitzt, dann ist das langweilig. Also kommt es auf die Besetzung an. Wir sind gerade auf die erste Schlange im Park getroffen. Wir sind mittlerweile 4 Stunden da, ohne einmal angestanden zu sein. Und jetzt warten wir hier für die Bobsled. Ich weiß nicht, wie es heißt. Ist auch egal. Aber die sind so cool, die machen wirklich Spaß. Das fahren wir jetzt auch schon zum 5. Mal. Und das Wetter ist geil, das haben wir noch gar nicht gesagt. Ja, es ist super. Wir können fast im T-Shirt rumlaufen. Sag was. Achso, du willst schon. Wir können leider keinen Bob fahren, weil der Bob wohl stecken geblieben ist. Das dauert jetzt so 10 Minuten, hat der Operator gesagt. Da steckt er. Da steckt der Bob. Das ist leer. Und deswegen fahren wir Autos, damit wir das jetzt eben da vorbeifahren können. Und wir haben einen geilen pinken Cadillac. Ich finde das Auto so geil. Ja. Da ist er. Da ist er. Der steckt fest. Das war es für unseren Teil im Schwabenpark. Das ist jetzt 2. Wir sind aber mehrmals durch und gehen jetzt dann heim. Ja, das war ein sehr toller Tag. Wenn ihr noch nicht da wart, kann ich euch sehr empfehlen, den mal zu besuchen. Ja. Es lohnt sich schon echt dort, weil es einfach leer ist. Auch gerade so als einen halben Tag fahren, dann auch noch was anderes machen, ist cool. Dann. Bis zum nächsten Mal. Wir verabschieden uns. Abonniert.